Der Sufi-Mystiker Mevlana glaubte daran, mit Musik und Tanz ein ekstatisches Stadium universeller Liebe zu erreichen. Auf dieser Reise erlebe ich die wichtigsten kulturellen Stätten und Schönheiten dieses Landes. Von Istanbul geht es zu den griechischen und römischen Ruinen an der Ägäisküste und weiter bis zu den Überresten des Hethiterreiches in Anatolien. Den Auftakt bildet die Süleymaniye-Moschee, die Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut wurde. Zu der großen Anlage gehört auch das Grabmal Süleymans, in dem auch seine Lieblingsfrau, seine Tochter Mima, ihre letzte Ruhestätte fanden. Am Friedhof vorbei führt der Weg zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf das Goldene Horn. Hofbaumeister Sinan errichtete eine der monumentalsten Kuppeln in der osmanischen Architektur. Das Innere der Moschee beeindruckt durch eine klare Struktur. Die Belichtung des Raums ist charakteristisch für die Bauten Sinans. Vor dem Eingang zum ersten Hof des Topkapi-Palastes steht der Brunnen Ahmeds III. Er wurde im türkischen Rokoko gestaltet. Mitte des 15. Jahrhunderts erbaute Mehmed III. Den Topkapi-Palast als seine Hauptresidenz. Dieser besteht aus einer Reihe von Pavillons, die um vier große Innenhöfe gruppiert sind. In der Kube Alto befindet sich der Versammlungsraum des Staatsrates, der viermal in der Woche tagte. Im zweiten Raum, der durch einen Vorhang abgetrennt war, konnte der Sultan unerkannt die Sitzungen verfolgen. Die Wesire berieten und entschieden hier sämtliche Staatsangelegenheiten. Unter dem vorspringenden Dach des Tores der Glückseligkeit wurde der neue Sultan inthronisiert. Nach dem Durchschreiten des Tores betritt man den Audienzsaal. Im dritten Hof ließ Ahmed III. Die nach ihm benannte Bibliothek errichten. Es ist ein eleganter Marmorbau. Der Bagdad-Pavillon wurde zum Gedenken an die Eroberung Bagdads erbaut. Von ihm aus ergibt sich ein schöner Blick auf die Stadt. Mitten in der Stadt ist das Hippodrom zu sehen. In dem gigantischen Stadion wurden einstmals vor allem Pferderennen abgehalten. Es fasste nahezu 100.000 Zuschauer. Die Basis des ägyptischen Obelisken zeigt Kaiser Justinian in Begleitung seiner Söhne, der Leibwächter und Würdenträger. Meisterlich ist der Obelisk aus Rosengranit mit Schriftzeichen gestaltet.
Ursprünglich war der gemauerte Obelisk mit vergoldeten Bronzeplatten verziert. Diese wurden von den Kreuzfahrern geplündert. Die Schlangensäule stammt aus einem Apollo-Heiligtum in Delphi. Sie erinnert an die Siege über die Perser. Die weltberühmte Hagia Sophia oder Kirche der Heiligen Weisheit ist über 1400 Jahre alt. Sie ist ein bewundernswertes Denkmal der hochentwickelten byzantinischen Baukunst des 6. Jahrhunderts. Großartig wirkt die Konzeption des Innenraums, dessen mächtige Kuppel in 56 Meter Höhe endet. Im 15. Jahrhundert wandelten die Osmanen die Kirche in eine Moschee um. Dadurch prägt eine islamische und christliche Ausstattung den Innenraum. An einigen Wänden sind herrliche byzantinische Fresken zu sehen. Unweit der Hagia Sophia befindet sich der ägyptische Basar. Hier werden vor allem Gewürze und Süßwaren angeboten. Die Galata-Brücke überspannt das Goldene Horn, einen großen natürlichen Hafen. Sie ist bei den Anglern sehr beliebt. Die Irenenkirche ist eine der ältesten Gotteshäuser von Istanbul. Bis zur Weihe der Hagia Sophia war sie die Bischofskirche der Stadt. Sehr schön ist die Ausgestaltung des Innenraums. Zu einem Besuch von Istanbul gehört auch eine Bootsfahrt auf dem Bosporus. Der prunkvolle Dolmabahar-Palast ist ein Symbol osmanischer Grandezza. Hübsche Häuser aus dem 19. Jahrhundert prägen die Uferansicht. Beyazid I. ließ Mitte des 14. Jahrhunderts die anatolische Festung erbauen. Bursa ist die viertgrößte Stadt in der Türkei und weist mehrere Sehenswürdigkeiten auf. Die Einheimischen besuchen gerne den Konza-Park. Es ist ein beliebter Treffpunkt. Der Kosa Han ist eine ehemalige Karawanserei. Bis vor einigen Jahren versteigerten hier die Bauern ihre Seidenkokons. Heute dient die Anlage vor allem dem Seidenhandel.
Die Uli Kama, große Moschee, zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Bursa. Sie wurde Anfang des 15. Jahrhunderts unter Mehmet I. fertiggestellt. Quadratische Säulen tragen 20 Kuppeln der weiten Halle. Die schönen Kalligraphien stammen jedoch aus dem 17. Jahrhundert. Ungewöhnlich ist der Springbrunnen in der Mitte des Raumes. Bei meinem Rundgang durch das Marktviertel sehe ich dieses Haus im Jugendstil. Neugierig geworden, erkundige ich das Gebäude näher. Es ist das Rathaus der Stadt. Sehr schön ist die Eingangshalle gestaltet. Die grünen Fliesen auf der Fassade des grünen Grabes sind größtenteils Imitationen aus dem 19. Jahrhundert. Sultan Mehmet I. liebte den Ort Bursa und daher war es sein Wunsch, auch hier begraben zu werden. Eine Moscheelampe zwischen zwei Kerzen ist das Ziermotiv des Mihrabs. Hier wurden besonders aufwendige Fliesen verwendet. Das Bauwerk entstand 1421. Nur wenige antike Stätten der Türkei wurden so intensiv erforscht wie Troja. Nach dem Eingang zur Ausgrabungsstätte ist eine Nachbildung des trojanischen Pferdes zu sehen. Es erinnert daran, dass in der Antike die Griechen nach einer langen Belagerungszeit mit Hilfe einer Pferdeattrappe schließlich die Trojaner bezwungen haben sollen. Die Ostmauer von Troja 4 ist zum Teil noch erhalten geblieben. An dieser Stelle fand Heinrich Schliemann den Schatz des Priamos. Dieser ist seit 1996 im Moskauer Puschkin-Museum zu sehen. Eine mehr als 20 Meter lange, gepflasterte Rampe ermöglichte den Zugang zum Palastbereich. Entlang einer Mauer von Troja 6 geht es durch die römische Agora zum Odeon, den Resten des Theaters. Das neue Troja-Museum ist die gelungenste Einrichtung dieser Art in der Türkei. Das Untergeschoss widmet sich der antiken Region Troja. Im ersten Obergeschoss sind Exponate aus den Ausgrabungen von Troja zu sehen. Das zweite Geschoss zeigt das Leben in der Antike anhand von Ausstellungsstücken.
Im dritten Geschoss wird die Ausgrabungsgeschichte der antiken Stätten von Troja dargestellt. Zu den bedeutendsten Exponaten des Museums zählt dieser griechische Sarkophag. Auf dieser Seite wird die Opferung der Polyxena dargestellt. Auf einem Hügel oberhalb von Bergama befindet sich die hellenistische Stadt Pergamon. Der Weg führt an den Häuserruinen der oberen Agora vorbei, hinauf zur Akropolis. Von dem riesigen Zeus-Altar sind nur noch wenige Reste zu sehen. Im 19. Jahrhundert wurde er Stein für Stein abgetragen und im Berliner Pergamonmuseum aufgebaut. Von der berühmten Bibliothek blieben nur noch die Grundmauern und die Säulenreste erhalten. Das Trajaneum diente dem Kult des Kaisers Trajanus. Er wurde Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus vollendet. Über eine mächtige Stützmauer wurde das Theater von Pergamon erbaut. Es weist die steilste Zuschauertribüne der antiken Welt auf. Der Zuschauerbereich hat 80 Reihen und bot 10.000 Besuchern Platz. An das Theater grenzt der Dionysos-Tempel an. Mit der Seilbahn geht es zurück zum Bus. Oft sind Baumwollfelder zu sehen, die jedoch immer weniger werden. Die türkischen Bauern können ihre Baumwolle weniger preiswert erzeugen als ausländische Anbieter. Ein Zwischenstopp in Izmir, der am stärksten vom Westen beeinflussten Stadt in der Türkei.
Auf meinem Spaziergang sehe ich einige ältere Gebäude, die wohl aus der Zeit des Jugendstils stammen. Für viele Urlauber, die die Türkei besuchen, sind vor allem die schönen Strände bedeutsam. Das Städtchen Selçuk ist die Nachfolgesiedlung von Ephesus. Im 7. und 8. Jahrhundert wurde eine riesige Mauer um die Festung errichtet. Durch das Tor der Verfolgung gelangt man in das große Areal der Kirche. Diese ließ Kaiser Justinian um 550 über dem angeblichen Grab des Apostels Johannes erbauen. Die Basilika zählt zusammen mit der Hagia Sophia zu den größten spätantiken Kirchen Kleinasiens und war im Mittelalter ein Wallfahrtsort. Viele Pilger und Kranke hofften durch den Staub, der aus der Grabkammer drang, geheilt zu werden. Ein Erdbeben beschädigte im 14. Jahrhundert die Kirche, die 1402 von Reitertruppen vollständig zerstört wurde. Im Baptisterium erfolgte der Taufakt. Es ist ein achteckiger Raum, der Johannes dem Täufer geweiht ist. In ein in den Boden eingelassenes, rundes Taufbecken stieg der Täufling hinunter, um die Taufe zu empfangen. Die Zitadelle mit einer kleinen seldschukischen Moschee ist im Norden des Hügels zu finden. Sie wurde im 6. Jahrhundert nach Christus erbaut. Einst befanden sich in diesem Bereich der Hafen des antiken Ephesus. Der Ort ist die sehenswerteste Ausgrabungsstätte der Türkei. Die Varius-Thermen stammen aus dem 2. Jahrhundert. Im Odeon fanden vermutlich die Ratsversammlungen statt. Ionische und korinthische Säulen begrenzen die Kolonnadenstraße. An deren Ende steht der Domitian-Tempel. Das Herkules-Tor am Eingang zur Koretenstraße ist nach zwei Reliefs benannt, die Herkules mit einem Löwenfell bekleidet zeigen. So mag einst der Hadrian-Tempel ausgesehen haben. Er entstand 123 nach Christus zu Ehren des Kaisers Hadrian, der diesem Ort einen Besuch abstattete. Gegenüber dem Hadrian-Tempel stehen überdachte Hanghäuser der damaligen Oberschicht. Sie vermitteln einen Eindruck von deren luxuriösen Lebensstil. Um 150 nach Christus
wurden die Gebäude durch ein Erdbeben zerstört. Entlang der Kuretenstraße grenzt eine lange Halle an, die kaiserliche Ehrenmonumente enthielt. Der vielfarbige Mosaikfußboden ist noch erhalten geblieben. Prächtig zeigt sich die Fassade der Celsius-Bibliothek. Sie ist benannt nach einem römischen Statthalter der Provinz Asia. Durch das Tor gelangt man zur Marmorstraße, die ausschließlich mit Marmorblöcken gepflastert ist. Das große Theater von Ephesus entstand im 3. Jahrhundert vor Christus. Es wurde jedoch später beträchtlich erweitert. Das Auditorium bot ca. 25.000 Zuschauern Platz. Sieben Kilometer vom Ausgrabungsort entfernt befindet sich ein Pilgerort, der gleichermaßen von Christen und Muslimen aufgesucht wird. Im Marienhaus soll Maria Magdalena ihre letzten Lebensjahre verbracht haben. Es gibt eine frühchristliche Überlieferung, nach der der Lieblingsjünger Johannes zusammen mit Maria Magdalena nach Ephesus gereist war, um dort zu missionieren. In einer schönen Landschaft mit weitem Blick über die Mäanderebene liegt die antike Stadt Priene. Berühmt war die Stadt, als sie im 6. Jahrhundert von Bias, einem der sieben Weisen in der Antike, regiert wurde. Im Norden der Stadt findet sich das kleine Theater. Es fasst 5.000 Zuschauer. Das Untergeschoss des Bühnenhauses ist noch gut erhalten geblieben. Es ist zum Studium, es war ein Studium. Die Menschen haben hier etwas gelernt von ihrer Geschichte, mit den Mythen, von der Mythologie, von ihren Göttern. Einige Marmorsessel fallen auf. Sie waren den Ehrengästen vorbehalten. Der Athena-Tempel wurde im 4. Jahrhundert vor Christus zu Ehren der Schutzgöttin der Stadt errichtet. Er gilt als Meisterwerk ionischer Architektur. Es geht hinunter zur Heiligen Halle, einer langgestreckten Wandelhalle. In dieser Säule sind noch die eingravierten Namen von Schülern zu sehen. Das antike Milet gehörte zu den bedeutendsten griechischen Städten. Der Ort war berühmt für seine Politik und seinen Handel. Die wichtigste Sehenswürdigkeit ist das mächtige Theater. Es wurde 100 nach Christus erbaut und hat 25.000 Sitzplätze. Vom Bühnenaufbau blieben einige Reliefs erhalten. Diese zeigen Gladiatoren beim Kampf gegen Tiere. Die
Die Faustina-Thermen wurden wahrscheinlich im 2. Jahrhundert nach Christus von Faustina, der Gemahlin des Kaisers Mark Aurel, gestiftet. Von dem ehemaligen Markttor sind nur noch die Stufen und der Sockel zu erblicken. Das Tor selbst ist im Pergamonmuseum in Berlin zu besichtigen. Mittagspause in Didim, dem antiken Didyma. Uns beiden gefallen die schönen Blumen an der gegenüberliegenden Gaststätte. Didyma war in der Antike das bedeutendste Orakelzentrum Westasiens. Der Apollo-Tempel besitzt verzierte Säulen. Von den ursprünglich 108 Säulen sind nur noch 3 aufgestellt. Auch die Sockel der Säulen wurden aufwendig gestaltet. Über eine Rampe geht es hinunter zu dem Innenhof. Auf seiner Ostseite führt eine Treppe zum Erscheinungsfenster, von dem aus das Orakel verkündigt wurde. Das Haupt der Medusa ist zum Wahrzeichen des antiken Didyma geworden. Aphrodisias war in der Antike ein medizinisches, wissenschaftliches und künstlerisches Zentrum. Das Sebastaion ist eine Prunkstraße, an deren Seiten Kolonnaden aufragten. Die Anlage wurde zu Ehren von Kaiser Augustus errichtet und diente als Kultstätte seiner Dynastie. Aber auch die nachfolgenden Kaiser verwendeten diese für ihre Zurschaustellung bis in das 2. Jahrhundert hinein. Das Theater entspricht einem hellenistisch-römischen Mischstil. Es ist sehr gut erhalten. Im 2. Jahrhundert nach Christus wurde es zu einer Arena für Gladiatorenkämpfe umgebaut. Das Stadion ist etwas abseits gelegen. 250 Meter lang und 30 Meter breit wird es als die am besten erhaltene Anlage der antiken Welt bezeichnet. Es bot 25.000 Zuschauern Platz. Das Tetrapelon ist das Zeremoniumtor des großen Aphrodite-Heiligtums. Fast vollständig aus Originalteilen widerrichtet, ist das Tor mit seinem üppigen, fast filigranen Skulpturenschmuck ein Prunkstück der antiken Stadt. Im Museum von Aphrodisias sind zahlreiche Exponate der berühmten Bildhauerschule der antiken Stadt zu sehen. Diese weisen einen sehr filigranen Stil auf. Hervorragend sind auch die Skulpturen der aphrodisischen Schule gestaltet. Thank you.
einer der beliebtesten und am meisten fotografierten Attraktionen in der Türkei sind die beeindruckenden Kalkterrassen von Pamukkale. Sie bilden sich, wenn Wasser aus den heißen Quellen bergab fließt und dabei Travertinablagerungen hinterlässt. Kaiser Domitian stiftete eine Säulenstraße, die bis zum Frontinustor reicht. Hinter dem byzantinischen Wehrtor erstreckt sich der größte antike Friedhof Anatoliens. Diese Nekropole ist eine der beeindruckendsten in der Türkei mit tausenden Sarkophagen und Grabhäusern. An der West- und Südküste stellen zahlreiche Manufakturen Teppiche mit Mustern aus unterschiedlichen Gebieten her. Wenn Sie möchten, gehen wir erstmal rein. In dein Atelier kann ich noch vieles einiges erklären und warum wir hier existieren, warum wir sind wir hier auf dem Gebirge. Das werde ich immer so in Kurze überbringen. Bitte sehr. Sie zeigt erstmal den Einzelknoten, wieder zwei Kettfaden, eine Schlingerschleife auf den rechten hat sie gemacht, auf der linken ist Chokyawash, sehr langsam. Also eine Kettfaden bleibt frei, kein Teppichsknoten. Und nach der Knotenreihe kommt der Querfaden. Wenn die Knotenreihe fertig ist, dann kommt der Schussfaden, nennen wir das. Und mit diesen Schussfaden fangen die an zu pressen. Also wir sind zwei Familien, Özbek und Çınar, die also hunderte von Jahren Teppiche knüpfen. Haben wir eine Abmachung gemacht. Mit dieser Abmachung dürften wir Ateliers mit Subvention in Dörfern aufbauen. Wenn man Wolle verwendet, verwendet man auch Naturfarbe. Ha, die Knoten ist Wolle, dann ist das okay, kann naturgefärbt sein. Aber wenn das Wolle aufbauen Wolle oder merzelisierte Baumwolle oder Seide, da verwendet man nur importierte chemische Farben. Nein, ein Kinderarbeit gibt es bei uns nicht. So eine Welt gibt es nicht bei uns. Kinderarbeit, nein. Zum Beispiel, jetzt ist mir eingefallen, nach der Steine. Die werden in minderer Zahl produziert. Jetzt schauen Sie mal. Das sind moderne Teppiche für moderne Einrichtungen. Was heißt modern? Uralte Muster modernisiert. Simon, danke. Bitte schön. Also ich zeige nur Kollektionsstücke. Also Marktwaren habe ich einige gezeigt. Ich habe auch Marktwaren. Ich zeige Ihnen mal unsere Kollektionsstück, womit wir unsere Namen gemacht haben. Ach, jetzt schau ich mal. Wie in den meisten Ländern des Mittelmeerraums werden auch in der Türkei Olivenbäume für die Ölgewinnung angepflanzt. Mit dem wachsenden Interesse an gesunder Ernährung hat die Bedeutung von Olivenöl zugenommen. Die Türkei produziert jährlich ca. 6 Millionen Tonnen Mais. Dieser Ertrag wird auf natürliche Weise, das heißt ohne Bewässerung, gewonnen. Vor allem in den Regionen am Schwarzen Meer und in der Marmara wird Weizen angebaut. Roggen und Hafer wachsen vor allem in Zentralanatolien. Antalya
zählt zu den beliebtesten Ferienorten in der Türkei. Das kannelierte Minarett ist das Wahrzeichen der Stadt. Anlässlich eines Besuchs von Kaiser Hadrian 130 nach Christus wurde dieses Tor errichtet. Es besteht aus 3 Bögen und 4 korinthischen Säulen. Bis 1950 war es in der Stadtmauer eingebaut. In den Bodenplatten sind noch die Spurrillen der römischen Wagen zu sehen. Diese malerische Altstadtgasse führt zu einem Aussichtspunkt an der Steilküste. Es geht hinunter durch einen subtropischen Garten zum Hafen. In einer weiten Ebene liegt Demre, die Nachfolgesiedlung des antiken Mira. Dieser Ort war ab dem 5. Jahrhundert die Hauptstadt Lykiens. Sie hielt bis zum Niedergang des Byzantinischen Reiches im 14. Jahrhundert ihre Bedeutung als Handels- und Pilgerzentrum bei, trotz der wiederholten Plünderungen durch die Araber und Mameluken. Die Meernekropole ist die Hauptattraktion Miras. Mit vielen Hausgräbern ist die Felsenwand übersät. In der Mittagspause tauche ich ein wenig in das türkische Alltagsleben ein. Im 3. Jahrhundert war Mira der Bischofssitz des heiligen Nikolaus. Eine Basilika befindet sich im Westen des heutigen Demre. Diese ist dem heiligen Nikolaus geweiht. Erbaut wurde die Kirche unter Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert über dem Grab des Heiligen. Seine Gebeine raubten die Normannen 1087 und überführten diese in die italienische Stadt Bari. Von dort wurden die Gebeine in ganz Europa verteilt. Erhalten geblieben sind einige Fresken mit der Darstellung von Heiligen. In Aspendos gibt es das am besten erhaltene Theater aus der Antike zu sehen. Hier ist das Bühnenhaus fast vollständig erhalten geblieben. Ein Holzbaldachin schloss ursprünglich den Aufbau ab. Die Bühnenwand schmückten einst korinthische Säulen und zahlreiche Statuen unter Zwerggiebeln. Über diesen Eingang erfolgt heute der Zugang zum Theater. Es wurde 162 nach Christus erbaut und konnte 20.000 Besucher aufnehmen.
dieser Wandfläche des Bühnenhauses sind noch die Spuren der früheren Bemalung zu sehen. Diese Figur weist auf die tanzenden Derwische hin. Konya ist eng verbunden mit Mevlana, dem Gründer des gleichnamigen Ordens. Ein großer Reinigungsbrunnen steht im Hof des ehemaligen Derwischklosters, das 1927 in ein Museum umgewandelt wurde. Mevlana entwickelte eine Philosophie der spirituellen Einheit und universellen Liebe. Er gilt als einer der größten islamischen Mystiker. Mitte des 13. Jahrhunderts verstarb Mevlana. Unmittelbar danach wurde mit dem Bau des Klosters begonnen. Nach dem Eingang zum Mausoleum sind links die Sarkophage nachfolgender Ordensführer zu sehen. Mevlanas Sarg und den seines Sohnes bedecken kunstvolle Tücher. Vergoldete Kalligraphien zieren die Wände um die Sarkophage. Zu den Sammlungen des Museums gehören auch originale Handschriften Mevlanas. Besonders bekannt ist die Mesnevi mit über 20.000 Versen in persischer Schrift. Auf dieser Hofseite befinden sich die ehemaligen Zellen der Derwische. Einige wurden im Originalzustand belassen. Die Umgebung von Korum ist reich an hethitischen Funden. Das Museum ist in einem spätosmanischen Gebäude untergebracht. In ihm sind zahlreiche hethitische Exponate zu sehen. Jeden Donnerstag findet in Korum ein Bauernmarkt statt. Nahe dem Ort Bogazkale entstand 1600 vor Christus die Hethiter-Hauptstadt Hattusha. Von dem großen Tempel in der Unterstadt ist noch gut der Eingangsbereich zu sehen. Er war dem Wettergott Teshub gewidmet. Magazine und andere Einrichtungen umgaben das Heiligtum. Die Funktion des Hauses am Hang ist noch nicht geklärt. Die Lage am Weg von der Königsburg zum Tempel lässt auf eine kultische Bedeutung schließen. Die Oberstadt umgab eine lange Stadtmauer. Das Löwentor ist nach den beiden Löwenstatuen benannt, die die Stadt seit 3000 Jahren bewachen. Sie stehen an der Außenseite der gewaltigen Türpfeiler. Vor allem das Gesicht der Löwen ist schön gestaltet. Diese Löwen sind eine Kopie. Die Originale stehen im Museum für Anatolische Zivilisation in Ankara.
Das Sphinxtor erhielt seinen Namen durch die dort entdeckten Figuren. Fast völlig plastisch gestaltet, stehen sie an der Außen- und Innenseite des Tores. Nur am westlichen Türpfeiler kann man die Sphinx erkennen. Weit reicht der Blick über die Hügellandschaft. Der Name des Königstors beruht auf einem Missverständnis, denn das Relief stellt keinen König dar. Die Figur in der Tracht hethitischer Krieger ist ein Gott, zu erkennen an dem Helm mit Stierhorn. Circa 3 Kilometer von Hattusha entfernt befindet sich in Yasilikaya ein hethitisches Felsenheiligtum. Der Zugang zu dieser Anlage war ursprünglich durch Tempelbauten abgeschirmt. Auf der linken Seite in der Kammer A ist die Prozession der 12 Götter zu sehen. Die Gottheiten schreiten auf die Rückwand der Felsenkammer zu. Auf dem dortigen Relief steht links der Wettergott Teshub und ihm gegenüber die Sonnengöttin Hepat mit ihrem Gefolge. An der rechten Seite der Kammer A kommt das Relief des hethitischen Großkönigs Tutaliya IV. In den Blick. Während die Kammer A als Kultort für das Frühlingsfest diente, ist die Kammer B dem Totenkult gewidmet. Auch hier ist die Prozession der 12 Gottheiten dargestellt. Auf der gegenüberliegenden Felswand sind 2 schöne Reliefs zu sehen. Bei diesem Relief ist die Gottheit Shuruma mit König Tutaliya IV. Dargestellt. Südöstlich der Stadt Aksaray schneidet sich das Ilara-Tal als tiefer Canyon in die baumlose Hochebene ein. Sehr beliebt ist es, zum Talgrund hinunterzusteigen und am Melendi-Fluss entlang zu wandern. Derinkuyu liegt nahe der Stadt Nevşehir und weist die größte unterirdische Stadt in Kappadokien auf. Die vorzeitlichen Bewohner kannten die geologische Besonderheit dieses Siedlungsraums. In diesem 8-stöckigen, bis zu 40 Meter tiefen Komplex wohnten angeblich bis zu 20.000 Menschen. Die oberste Ebene war den Tieren vorbehalten. Riesige Schächte sorgten für die Belüftung. Die Wasserversorgung der Bewohner und Tiere wurde durch unterirdische Zisternen gewährleistet. Mühlsteine an den Wänden konnten im Verteidigungsfall vor die Tunnelöffnungen gerollt werden, um wichtige Bereiche abzusperren. Die weit verzweigten Gänge schützen vor eindringenden Feinden. War sicher nicht leicht, längere Zeit hier unten zu leben. Eine Wanderung im Roten Tal führt bei Göreme zum Dorf Kavusin. Hier erlebe ich zum ersten Mal die sehr beeindruckende Tufflandschaft. Wind und Wasser haben diese Tuffsteinformationen geformt.
Sehr beliebt bei den Touristen ist eine Ballonfahrt über diese Landschaft. Von Uchhisar mit seinem imposanten Burgfelsen reicht das Taubental bis Gürümme. Seinen Namen erhielt das Tal wegen der zahlreichen Taubenschläge, die in den Felswänden angelegt wurden. In die Felsenkegel wurden früher Wohnungen geschlagen, die heute noch zum Teil bewohnt werden. Ich habe die Gelegenheit, eine dieser Wohnungen zu besichtigen. Das Göreme Freilichtmuseum ist die Hauptsehenswürdigkeit in Kappadokien und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Vom 9. Jahrhundert an wurden hier viele Kirchen aus dem weichen Tuffstein herausgearbeitet. Ihre Fresken zeigen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Aber vor allem ist das Leben Christi und das verschiedener Heiligen dargestellt. In der Schlangenkirche ist unter anderem der heilige Georg zu sehen. Ein ganz anderer Blick auf die Felsenkegel ergibt sich bei diesem Flug mit einer Drohne. Auf mich wirken die Tuffsteinformationen mit ihren dunklen Spitzen im Paschabaktal besonders schön. Mit dem Blick in dieses Tal endet die beeindruckende Reise, die vor allem viele Einblicke in die frühgeschichtliche Kultur der Türkei ermöglichte.